Es ist mal wieder das große Thema der Woche. Wir haben was geändert in unseren Videos. Darüber reden wir heute. Und nebenbei reden wir über die zweite Folge von Game of Thrones. Herzlich willkommen, Daniel. Herzlich willkommen, Martin. Und herzlich willkommen ihr zu Hause an den Volksempfängern. Also wenn ihr hört, wenn ihr nur Audio habt, hört ihr natürlich, dann hört ihr das nicht, was wir haben. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet, die man jetzt, wenn man das Video guckt, dann mitbekommen kann. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Es soll natürlich um die aktuelle Folge Game of Thrones gehen. Sturmtochter, habe ich das richtig in Erinnerung? Sagt ihr so, sagt Sturmtruppen. Nein, so schlimm ist es nicht. Oder Sturmtochter? So eine Stunde her, deswegen den Namen habe ich mir auch nicht so gemerkt. Stormborn. Wir Ach sagen ja auch so. Littlefinger und Jon Snow, also nennen wir die Folge doch Ja, aber auf Stormborn. Sky, wenn man in dem normalen Menü ist, dann zeigt er also bei der Auswahl der Folge, zeigt er den englischen, den deutschen Titel an, deswegen. Auf Sky findet man ja auch die Folgen so schlecht, was gegen die Qualität von Sky spricht und dafür, dass wir die Folge einfach Stormborn nennen. Okay, dann nehmen wir sie Stormborn. Ihr könnt es ja schreiben, wenn ihr auf Deutsch guckt. Würde mich immer interessieren. Guckt ihr eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch? Und warum? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Möchtest du noch irgendwas vorneweg loswerden, bevor wir mit dem Wunderwerk der Technik hier in die ersten Szenen starten? Vielleicht eine kleine Warnung, ich bin erkältet, deswegen, wenn zwischendurch ein Räusperer, Huster oder ein kompletter Kreislaufzusammenbruch kommt, dann liegt es an einem kleinen Erkältungsvirus. Okay, Ein aber. Rhinovirus, aber es wird schon gehen. Video ist ja auch nicht ansteckend. Genesungswünsche auch in die Kommentare, bitte, danke. So, dann fangen wir einfach hier schön mit der ersten Szene an. Und die spielt auf Dragonstone. Also ich habe manchmal auch Szenen ausgelassen, ich habe manchmal auch Szenen zusammengefasst, damit wir nicht über einen Ort irgendwie dreimal sprechen müssen, wenn der kurz hintereinander kam, mit so ein bisschen Interlude zwischendurch. Aber fangen wir auch einfach Dragonstone an und dann sieht man Daenerys, die da um ihren schönen Tisch steht, den sie inzwischen ja ordentlich geputzt hat, diesen schönen Tisch, der die Landkarte von Westeros darstellt, mit den ganzen Königreichen. Und damit ein bisschen drüber gesprochen, ja, wie die Situation eigentlich ist, wie Cersei halt eigentlich da festsitzt in King's Landing ohne große Unterstützung. Und das ist eigentlich nur so die ersten paar Sätze und dann entspinnt sich so ein kleiner Dialog zwischen Daenerys und Varys. Das war sehr cool, ja, weil Varys war ja in der letzten Folge recht unauffällig, der saß nur einmal an Deck und den hatte man auch zum Ende der letzten Staffel so ein bisschen, also hatte man nicht so viel mehr von ihm gehört. Er hat halt die Dorner eingeladen bei Dornesen. Daenerys Dornesen, Dornier, Dornenvögel, Dornacken. Dornacken ist gut, bei Daenerys mitzumachen und das hat ja auch geklappt, aber Daenerys ist natürlich nicht blöd. Und konfrontiert Varys mal mit den Fällen seiner doch nicht immer komplett überzeugenden Loyalität gegenüber den vorigen Königen. Also er hat ja letztlich jeden, der auf dem eisernen Thron saß, hintergangen. Den Mad King, Robert Baratheon, Gendry, nee, Gendry, wie ist der andere, der kleine Baratheon? Joffrey. Hat er für den auch Ach so, gearbeitet? Tommen? Nee, der war ja schon weg. Nee, der Baratheon, also der sich auch zum König erklärt hat. Der hat vor dem Ach, der Randy. Schattenrauchmonster. Genau. Der Hat Randy der war, damit nee, auch der zu Randy tun? war nie richtig Nee. König, nee. Ach so. Na, jedenfalls hat Varys alle Könige aus Eigennutz, beziehungsweise wie er selber behauptet, zum Ja. Schutze des Realms und des Volkes hintergangen und Daenerys findet das natürlich nicht so gut. Also die hat gute Gründe, auch an der Loyalität von Varys zu zweifeln, aber Varys entkräftet das dann relativ überzeugend, zumindest für Ja, sie. ich fand das einen netten Dialog. Ich dachte mir in dem Augenblick dann aber so, das hätte sie auch mal eigentlich schon so vor 2 Jahren ansprechen können, so, wenn sie das stört. Ja, gut. Schleift ihn halt schon eine Weile mit und so übrigens, was mir da einfällt. Aber ich fand das ganz cool, gar nicht so sehr in der Szene, sondern irgendwo, weiß ich gar nicht mehr, Staffel 2, Staffel 3 gab es dieses Gespräch auch schon mal zwischen Varys und Littlefinger, glaube ich, damals. Das war dann eh. Das fehlt leider mir so ein bisschen. Das waren sehr coole Dialoge zwischen den beiden immer. Die haben sich da ordentlich, haben sich halt nichts geschenkt, wenn die sich unterhalten haben. Und da hat er auch schon mal, da ging es ein bisschen darum, was der Varys eigentlich vorhat. Für wen arbeitet er? Was ist sein Ziel? Will er selber irgendwie an die Macht, an die Strippen ziehen und so? Und ich fand, damals hat er schon sehr überzeugend gesagt, ihm geht es eigentlich ums Volk. Weißt du, er will das, was für die einfachen Leute und für das Land sozusagen am besten ist. Und den König unterstützt er und solange der halt das einigermaßen vernünftig macht, hilft er dem auch und wenn er halt merkt, das ist nicht so, dann arbeitet er auch mal auf eigene Rechnung. Aber das ist halt, dass das sein Ziel ist. Und das hat er damals ganz cool angesprochen. Fand ich damals ganz cool und war halt nur so eine nette Erinnerung daran.
Bevor, weil sich jetzt gerade die ersten schon die Finger wund tippen, es war nicht Littlefinger, mit dem er das besprochen hat, sondern Ned Stark, der im Kerker saß, im, im Schloss, und der gemeint, who do you really serve, Lord Varys? Und er meinte so, the realm. Also ja, Daniel, du hast da ja heimlich recherchiert. Ja, nee, das habe ich mir tatsächlich gemerkt, weil ich den immer schon sehr spannenden Charakter fand. Ich finde dennoch, dass wir gerne mehr Dialoge noch zwischen Littlefinger und Varys brauchen könnten. Also vielleicht gelingt es ja den Autoren, die beiden nochmal zusammenzuführen, bevor er dann einer der beiden oder beide hops gehen, aber das werden wir noch sehen. Jedenfalls wäre es nochmal ganz schön. Ich finde den Charakter sehr, sehr cool. Die beiden Fraktionen, wo die sich jeweils aufhalten, finden ja auch in dieser Folge ein bisschen näher zusammen. Da können wir noch drüber sprechen. Ja. Kommen wir mal zur zweiten Szene, die wir hier haben. Und das ist auch noch Daenerys. Und zwar, wo dann die Melisandre kommt und sich ihr vorstellt. Die war ja bis jetzt im Norden unterwegs gewesen. Hat vorher mit Stannis, und nachdem Stannis hops gegangen ist, war sie aber Jon Snow. Und wurde dann da verstoßen jetzt. Obwohl sie den Jon Snow ja zurückgeholt hat. Aber das war halt zu viel, ist halt die ganze Geschichte mit der, sag schon, mit der Tochter von Stannis. Ach so, mit Shireen. Genau, das war ja das, dem Jon Snow ein bisschen zu krass. Deswegen hat er sie ja verbannt und die hat sich jetzt ja auf den Weg zu Daenerys gemacht. Und die haben eine nette Unterhaltung, so ein bisschen über die Vorhersehung und die Prophezeiung, ja, dass da der Prinz kommen soll, um die Welt zu retten. Also, angeblich ist es in den Büchern ja anders, also da ist es jemand anders, der das erklärt, dass der Heilsbringer oder der Messias nicht unbedingt männlich sein muss, sondern dass das Wort im Valyrischen geschlechtslos ist. Das heißt, ist natürlich praktisch, wenn sich Missandei dann einmischen kann und sagen kann, ja, auch du, Daenerys, könntest damit gemein sein. Dann sind natürlich alle happy. Die Szene fand ich allerdings ein bisschen, das war so wie der Dialog im Tatort, wenn nochmal zusammengefasst wird, wer die Verdächtigen sind. Also so, die war, hatte jetzt nicht besonders viel Drama, die Szene, oder hat auch keinen jetzt besonders weitergebracht, sondern es war eher so ein Status Quo und dass sich halt zwei kennenlernen und ein paar Dinge so klarstellen. Also ein bisschen Exposition halt. Genau, dem Späteinschalter auch klar machen, dass immer noch die Rede ist von irgendeinem Heilsbringer, der dann das Reich retten soll, beziehungsweise die Army of the Dead zurückschlagen soll. War jetzt keine Szene, die, also es war halt so eine Erklärszene. Ja. Aber das hatte ich in den Dialogen mit den Leuten. Das hatte ich oft das Gefühl, in dieser Folge speziell, dass sie das gemacht haben. Das war ja auch die erste, fand ich, zwischen Varys und Daenerys, meinte ich ja auch. So realistischerweise, es gab so einen kleinen Aufhänger. Ich habe jetzt, als ich die Szenen rausgeschnitten habe aus der Folge für unseren Talk jetzt, extra nochmal dann reingeschaut und auch mitbekommen, was sie sagen. Und es gibt diesen kleinen Aufhänger schon für das Gespräch, warum sie nochmal die Loyalität hinterfragt sozusagen. Aber eigentlich, wie gesagt, die schleppt ihn jetzt schon eine ganze Zeit lang mit. Dieses Gespräch hätten die schon längst gehabt. Das wirkte auch wieder so einfach nochmal Exposition hier, ne? Was ist eigentlich mit dem Varys nochmal und wie sind da die Fronten und Konstellationen? Das wirkt ja auch so ein bisschen gestellt. Und das andere war auch so. Sie haben auch ständig zwischen dem Valyrischen und dem der normalen Sprache gewechselt, was ich auch komisch fand. So ohne, da ich immer so, wie Untertitel, dann wieder normal und dann, naja. Kannst du gar kein Valyrisch. Ja doch, ich hätte die Untertitel ja nicht gebraucht, deswegen. Ach so. Ja. Bei der Varys-Szene übrigens vielleicht ganz kurz noch, also seine Loyalität zielt sie in Zweifel, aber naja, okay, ich kenne den nicht so gut, ziehe ich jetzt mal mit. Und Ser Jorah hat sie halt, weil er so ein bisschen spioniert hat, aber sonst der Oberloyalste von allen war, hat sie halt problemlos verbannt. Und ja, aber es ist doch immer so. Wenn du jetzt hier auf der Arbeit jemanden immer so ganz nebenbei kennst und der klaut dir ein Pausenbrot, das findest du schon scheiße, aber wenn jetzt deine Freundin, was hat dann ein größerer Vertrauensbruch. Also jemanden, den man, das sind gute Beispiele natürlich mit dem Pausenbrot und so, aber es geht uns auch, ist ja klar, jemanden, den man also die man wirklich vertraut und dem man sich auch verbunden gefühlt hat oder sehr nahe gefühlt hat, da wiegt das natürlich schwerer, wenn man von dem enttäuscht wird oder sich hintergangen fühlt. Ja, aber deswegen gleich verbannen. Aber egal, zu dem kommen wir ja nachher eh noch. Zu dem kommen wir in der Tat noch. Händen. Das stimmt. Aber erstmal kommen wir in der nächsten Szene jetzt zu Cersei, über die wir schon gesprochen haben, die im Thronraum sitzt und die noch verbliebenen Lords anspricht. Und die Szene fand ich eigentlich ziemlich cool. Man sieht vor allem den Randall Tarly, den Vater von Samuel Tarly, so ein bisschen als prominente Figur. Und sie spricht da die Leute an und sagt so, hey, die Daenerys ist jetzt hier gelandet und hat hier Unsullied mitgebracht und die Dothraki und will halt jetzt hier das Reich einnehmen. Und das sind halt Barbaren. Also sie versucht so ein bisschen Stimmung zu machen gegen die Daenerys und die Leute zu vereinen gegen diese gemeinsame Gefahr. Die Szene hat mir echt gut gefallen. Ja, zumal man sieht, dass
der Thronraum war ja schon wesentlich voller vor einigen Biggest Staffeln. Crowd ever, halt, ja? Das ja. Sagt Cersei, hat getweetet. Biggest Throne Room Crowd ever. Ja, stimmt aber nicht ganz. Tatsächlich sind es nicht mehr so viele loyale Bannermen, beziehungsweise es waren ja nicht mal Lannister-treue Bannermen, sondern Bannermen von den Tyrells zum Beispiel, die sie überzeugen will, ja, jetzt aber mal bloß nicht ausscheren, sondern verteidigt eure Lande unter meiner Fahne gegenüber diesen Wilden, und das große Hurra und alle fallen auf die Knie war jetzt auch nicht zu sehen, und sogar Randall Tarly war ein bisschen skeptisch, beziehungsweise hat noch nicht hundertprozentig seine Loyalität geschworen. Er hat jetzt dieses Angebot bekommen von Jaime, dass er dann Warden of the South wird, sofern denn der Krieg gewonnen ist, aber er zweifelt noch stark, weil er ja eigentlich loyaler Tyrell-Mensch ist und nicht jetzt einfach mal umschwenken will zugunsten. Aber wie Jaime also richtig anspricht, ist er auch der Krone halt, ne? Ja. Eigentlich muss der Krone loyal sein. Hat natürlich jetzt einen Konflikt, weil die Tyrells sich ja losgesagt haben am Ende der letzten Staffel, und er ist zumindest jetzt noch in King's Landing und wirkt jetzt auch so, als würde er es schon durchaus in Betracht ziehen. Also ich glaube schon, dass er da bleibt. Aber wahrscheinlich, aber man sieht schon, dass Cersei einfach nicht den totalen Rückhalt mehr hat bei den ganzen Lehnsherren, weil die ja auch wissen oder sie vielleicht nicht mehr ganz sicher sind, ob da jetzt wirklich die beste Regentin auf dem Thron sitzt und ob das alles so weitergeht, zumal ja ihre eigenen Könige oder Anführer von ihr ermordet wurden. Also. Ja, kommt ja einiges zusammen. Was sie gemacht hat, allein in King's Landing halt, ne, die Septe hochgejagt, alle möglichen Leute umgebracht, dann läuft das ja einfach nicht gut. Da haben sich auf allen Seiten, ne, im Süden, im Westen, im Norden, Feinde. Also die Situation sieht nicht gut aus. Unabhängig jetzt von dem, also einmal mögen sie vielleicht Cersei persönlich nicht und ihre Taten, und auch vom Opportunismus her, Standpunkt aus gesehen, sieht es nicht so gut aus, ne, sich auf die Seite von Cersei zu stellen. Kann ich schon verstehen, wenn die ein bisschen zögerlich sind. Aber trotzdem hat mir gut gefallen, die Szene. Fand ich irgendwie cool. Und auch Jamie. Ja. Jamie sehe ich irgendwie immer gern. Jamie war aber jetzt auch wieder sehr viel mehr auf Seiten von Cersei, beziehungsweise war relativ überzeugt und wirkt jetzt nicht groß zweifelnd. Also, ja, ich finde, wenn der nochmal umschwenkt, das kommt noch. Ja, aber ich finde, das machen sie ganz gut. So. Ich glaube schon, dass er seine Zweifel hat und auch bestimmte Sachen nicht mag, aber in der Öffentlichkeit, ne, und gegenüber anderen steht er halt immer, also da. Das lässt er halt nicht raushängen, im Gegensatz zum Beispiel zu Sansa, die wird ja auch noch kommen. Also, wenn sie im Thronraum stehen oder er mit anderen Leuten spricht, dann ist er nicht so, ja, ich bin jetzt auch ein bisschen finde es auch komisch, was die Cersei macht, sondern da ist halt, ne, Lannister. Und das finde ich auch eigentlich ganz vernünftig so. Und wenn er dann mit ihr alleine ist oder wenn man so sieht, wie er darüber denkt, dann merkt man schon seine Zweifel. Ja. Von daher ist das ganz cool eigentlich soweit, finde ich. So, dann die vierte Szene ist dann mit Cersei im Keller, in den Gewölben unter King's Landing, wo sie mit Qyburn dann da die Drachenschädel anschaut. Das wird in den Büchern ganz cool beschrieben. Das fand ich, ich glaube aber auch in der Serie wurde das auch schon beschrieben. Ich vermische das alles ein bisschen. Die ganzen Drachenschädel von den Targaryens sind ja dann noch eingelagert. Und man sieht auch ganz schön an den Schädeln, wie die Drachen sich immer weiter zurückgebildet haben. Man weiß ja nicht genau, warum die immer schwächer wurden, dass immer die nachkommen. Das hat sich ja. Die Drachen wurden immer schwächer, immer kleiner, und auch die Schädel, die sie dann aufbewahrt haben, die man da ein paar sieht, die sind halt richtig klein. Dann sieht man aber diesen einen gigantischen Schädel von dem Conqueror damals, von Aegon, der das halt erobert hat, und das ist halt so ein richtiger Brocken. Dann sieht man, wie groß die Drachen damals waren, und dann reden sie ein bisschen darüber, dass Daenerys ja auch mit drei Drachen hat, die, wenn man die jetzt so sieht, glaube ich schon, da ähnlich groß sind. Aber ja, der Qyburn. Ja, genau. Amtlich groß, also ja, mit denen wird sie schon was anfangen können. Also Qyburn hat zumindest eine neue Geheimwaffe, ist schon noch keiner drauf gekommen. Naja, sie hat also eine große Balliste halt, ne? Wie so eine riesige Armbrust, die man halt dann da mit so einem Hebel und so weiter bedient, und Cersei darf auch einen Probeschuss abgeben. Aber haben wir die nicht schon mal irgendwo gesehen, diese Ballista? Das wurde doch schon mal mit der Ballista auf irgendwen geschossen in der Serie. War es nicht sogar ein Drache oder irgendwer wurde doch mit so einem Ding mal verletzt? Ich weiß es nicht. Oder bringe ich da irgendwas durcheinander? Jedenfalls dachte man auch so, oh, die Geheimwaffe, und jetzt haben sie da irgendwie, was weiß ich, ein Katapult aus Dragonglass mit Wildfire verziert oder sonst was, und dann ist es halt eine Ballista. Wir fangen auch die Standard. Und dann schießt sie halt in den schon ausgetrockneten Schädel von dem Drachen rein, und dann ist sie ja halt dermaßen überzeugt, weil sie haben ja bestimmt den einen Schützen, der dann auf der Burgmauer von King's Landing. Ach, das war doch nur ein Prototyp, die haben ja mehrere davon, so ist ja auch nicht. Naja. Aber ein bisschen. Triff mal einen fliegenden Drachen mit dem Ding und
dann hast du von mir aus ein paar Ballistas, aber die sind ja mit einem Hauch von dem Drachen sind die ja zerstört und die Leute, die sie bedienen, sowieso. Also, ach, wenn du da genug von hast, ist es möglich. Ja, ich weiß nicht. Also sie ist dann schon so sehr zufrieden. Oh, wir haben was, um einen Drachen vielleicht zu töten. So, ja, dann ist ja gut. Dann haben wir jetzt ja, können wir uns ja zurücklehnen. Also, ja, es war jetzt nicht will die ich erst mal sehen, wie überzeugendste, wie aber sie haben ein paar davon. Er spricht jetzt ja nochmal an, dass ja in den Fighting Pits von Marine da der Drache auch ordentlich verletzt wurde durch normale Speere, aber die Leute geworfen haben. Also die sind schon verletzbar, so ist es nicht. Die fliegen halt natürlich hoch in der Luft, ne, und sind recht fix und spucken Feuer, deswegen ist es halt schwierig alles. Aber wenn man sie halt trifft mit Geschossen zum Beispiel, ne, dann sind sie halt nicht unverwundbar und das wollen sie halt ausnutzen. Sie werden bestimmt einen Drachen erwischen damit. Bei drei Drachen. Es gibt ja immer so bei vielen Konstellationen jetzt in der Serie ist es so, dass man einen oder zwei töten kann und dass immer noch andere übrig sind. Ist wie bei GameCube. Ist wie bei GameCube. Also wenn wir die anderen zwei jetzt töten würden, wäre GameCube noch nicht tot. Ne? Nee, aber was ich wie bei Harry Potter auch. Kurzer Spoiler für alle, die Harry Potter noch nicht kennen. Es gibt Zwillinge aus einem ganz bestimmten Grund. Man kann nämlich einen töten davon. Und bei Game of Thrones ist es genauso. Zum Beispiel dann gibt es zum Beispiel zwei Greyjoy-Geschwister, dann gibt es viele Stark-Geschwister und es gibt auch drei Drachen, also es wird garantiert ein Drache oder zwei ins Gras beißen. Hier habt ihr es zuerst gehört. Genau. Hier habt ihr es zuerst gehört, ja, der Qui-Burn, das hat schon so eine Nummer. Genau. Den finde ich eigentlich ganz cool, ich finde, da könnte ich noch mehr draus machen. Der ist halt nicht so super entwickelt, der ist halt einfach der fiese so fies. Magier. Ja gut, wenn er seine komischen Vortereien macht, ist das schon fies. Aber ansonsten ja, sieht er ganz nett aus, finde ich. Ja, aber der ist jetzt nicht so oberkomplex gestaltet oder man weiß nicht viel über den. Und besonders, also ich finde, der könnte viel interessanter sein, wenn er schon der Einflüsterer von der Königin ist, der Böse. Also hätte man mehr draus holen können, aber okay. Ja, er wirkt gar nicht wie ein Einflüsterer, er wirkt halt eher so wie der Handlanger. Der ist ja auch alles sehr loyal macht. Man hat nicht das Gefühl, dass der irgendwie mal jetzt die hintergehen würde, sondern der steht halt wie ein Soldat hinter Cersei und macht das alles. Ja. Die nächste Szene ist dann wieder Daenerys und diesmal steht sie dann wieder an ihrem Kartentisch, aber mit den Verbündeten. Und zwar der Olenna Tyrell, dann mit der Yara halt, ne? Und der ist hier der Sand Snake. Kann ich mir den Namen nicht merken. Der Witwe halt, ne, von Oberyn, sie waren ja nicht verheiratet. Auf jeden Fall die Verbündeten halt, ne, Tyrell, Dorne und eine Hälfte der Iron Islands und die diskutieren so ein bisschen ihre Strategie und gerade so die Witwe da, jetzt fällt mir echt der Name nicht ein, und die Yara wollen halt, denken sich halt, wir haben Drachen, da fliegen wir zu King's Landing und machen das alles kaputt. Aber, und das fand ich irgendwie ganz nett, ich bin mal gucken, ob sie das, wie sie das noch weiter ausrollen, übernimmt dann Daenerys da eine Wortwahl oder einen Spruch von Tyrion und sagt, sie möchte nicht die Queen of Ashes sein, also sie möchte eben nicht da alles zerstören, sondern sie möchte das Land zwar erobern, aber halt mit möglichst wenig Kollateralschäden. Und ihr Plan ist es halt, ja, um genau das zu verhindern, was eigentlich Cersei in ihrer Szene angesprochen hat und womit sie halt ja die Lords und auch das allgemeine Volk dann hinter sich bringen möchte, eben das Land gegen diese ausländischen Invasoren zu einen, was ja ganz gern mal so gemacht wird von so Diktatoren und so. Ja, hier die ganzen ausländischen Kräfte mit ihren Agenten. Also das, um genau dem entgegenzuwirken, dass Cersei halt nicht das gegen sie verwenden kann, möchte sie halt eben Streitkräfte von Dorne und den Tyrells verwenden, um King's Landing zu belagern. Und dann sind die schon ein bisschen skeptisch, so, weil sie denken, ja, jetzt, wenn unsere Leute hier verheizt, wozu sind denn Dothraki und die Unsullied da? Und die möchte sie halt gegen Castle Rock, den Familiensitz der Lannister, schicken. Und das wobei das Tyrions Idee ist. Stimmt, ja. Also der Auftrag ist, Yara fährt mit den Schiffen Richtung Dorne, um die Armee abzuholen und dann mit der Armee, also die Armee quasi vor King's Landing zu bringen und die Schiffe mit den Unsullied, wobei von den Dothraki glaube ich gar nicht so die Rede, aber die Schiffe mit den Unsullied sollen Casterly Rock einnehmen, damit der Hauptsitz von den Lannisters zerstört ist, beziehungsweise in der Hand der Invasorenarmee ist. Genau. Was ja eigentlich ein ganz cleverer Plan ist. Und eben nicht so ist, dass dann die Barbarenarmee vor den Toren von King's Landing aufkreuzt und alle Schiss bekommen. Ja. Genau, ich fand das echt ganz clever. Fand ich eine coole Szene. Fand ich auch eine coole Szene. Und das auch echt, dass sie dann halt die gegen Casterly Rock sendet, dass dann ja recht speziell gegen ein Haus
da fühlen die anderen sich vielleicht nicht so bedroht, wenn sie sagen, der Frage, macht jetzt die Lannister platt, damit kann ich leben. Während King's Landing ja schon eigentlich so als Zentrum von Westeros, also als kulturelles oder amtliches Zentrum gilt, da werden die dann wahrscheinlich skeptischer. Deswegen fand ich das einen ganz coolen Move eigentlich. Ja. Wobei Olenna hat dann noch einen Ass im Ärmel, ich weiß nicht, ob es in der späteren Szene kommt, aber die holt sich dann danach noch mal Daenerys beiseite und sagt so, hör mal zu, du bist die Queen of Dragons, also sei auch ein Drache, du darfst nicht immer so verständnisvoll sein, sondern du musst auch teilweise skrupellos sein, wenn du deine Ziele erreichen willst. Und da hat Daenerys zumindest am Ende so einen Gesichtsausdruck aufgesetzt, als wüsste sie schon oder hätte es dann verstanden, dass eventuell, falls dieser Plan schief geht, ja, auch ein bisschen mehr Enforcement gebraucht. Es geht jetzt gerade draußen ab. Ist ein bisschen laut hier. Hoffentlich ist das nicht so laut im Video, aber ich glaube, es geht. Krasses Gewitter. Ja. Naja. Stormborn. Ja, hätte ich jetzt, muss an die Folge gucken, dann passt das auch. Nee, fand ich ganz cool. Die Olenna sehe ich eh immer ganz gern. Das, ja. Als Schauspielerin. Übrigens, für die, die es nicht wissen, die Rolle der Emma Peel, wie ist das? Diane Rigg? Oder Diana Rigg, die in der alten mit Schirmscham und Melone die Emma Peel gespielt hat. Erkennt man erst gar nicht mehr, weil sie keinen Catsuit anhat und Karate macht. Aber die ist das. So, ihr habt es zuerst gehört. Nee. Wahrscheinlich nicht. Manche vielleicht schon. Von daher. Manche schon. Manche schon. Ja, guck mal in die nächste Szene rein. Ah, das war so eine Filler-Szene. Habe ich nur aus einem Grund mit reingenommen. Zwischen Grey Worm und Missandei. Die war süß, die Szene. Die war ganz nett. Dann wurde halt sie nochmal da besucht, um zu fragen, ob er sich nicht verabschieden möchte, weil er jetzt. Ich überlege, ob alle Fenster zu sind, aber ich glaube schon. Das ist immer so eine Sache. So, habe ich alle Fenster zu? Ich glaube ja. Also sie besucht ihn, weil er ja jetzt abreisen soll, wie eben besprochen, nach Casterly Rock, um das einzunehmen. Und hat anscheinend nicht vor, sich zu verabschieden, was ja eh unhöflich ist. Ja, weil er Schiss hat. Also weil er eigentlich ein sehr weiches Herz hat. Und dann erklärt er ihr, wovor er Angst hat. Nämlich bei den Unsullied ist es so, wenn die klein sind, dann werden sie mit ihren größten Ängsten konfrontiert. Also wer zum Beispiel Angst vorm Wasser hat, wird ins Wasser geschmissen und entweder er schwimmt oder er stirbt. So oder so ein stärkerer Unsullied, also eine stärkere Unsullied-Gemeinschaft, ein stärkeres Kollektiv kommt raus, weil dann ein Furchtloser weniger dabei, mehr dabei ist oder weniger, je nachdem. Und seine Schwäche ist Missandei. Das war natürlich klar, weil er sich schon immer so ein bisschen, die beäugen sich ja immer und natürlich dürfen sie nicht und er kann ja auch nicht, vielleicht so wie er will. Aber es ist nicht schlimm, ja? Das muss jetzt auch nicht, muss man sich jetzt nicht schlecht fühlen. Nein, kann man so sagen, ja? Finde ich jetzt nicht okay, dass man das jetzt hier dann auch unter Beweis stellt. Jedenfalls auch die erste Nacktszene jetzt in der aktuellen Staffel, oder? Allgemein ja. Haben die Nacktszenen schwer nachgelassen. Da würde ich ganz gerne noch drüber reden, vielleicht allgemein. Artikel drüber. Ja, es hat tatsächlich nachgelassen. Da können wir vielleicht wieder noch drüber sprechen. Mal gucken, ob es jetzt machen oder in anderen Folge, aber das ist ein interessantes Thema in der Tat. Ja, jedenfalls steigen die beiden dann doch miteinander in die Kiste und es ist eigentlich auch sehr romantisch, weil sie auch dann darauf besteht, dass er sich komplett entblättert, trotz seiner Verwundung und sie will halt seinen Grey Worm sehen. Genau. Und dann ist es auf jeden Fall sehr romantisch und ich fand das ganz süß, weil die waren immer ein sehr süßes Pärchen irgendwie und wer weiß, die sind zum Beispiel auch so zwei, das sind dann so die typischen wichtigen Getreuen von Daenerys, die alle mögen von den Zuschauern und von denen stirbt auch einer oder beide in nicht allzu langer Zeit, ist mein Tipp. Grey Worm war eh schon mal fast tot, Missandei noch nicht, aber dramaturgisch wäre es wahrscheinlich schlimmer, wenn sie stirbt. Also er schafft es gerade so zurück und dann ist sie aber, stirbt sie in seinen Armen oder so. Ich überlege, zwischendurch vergesse ich es immer oder so richtig, das ist auch nicht, dass ich mir so merke, aber Eunuchen wie der Varys, den haben sie nur die Eier abgeschnitten, oder? Ja. Oder abgetrennt, das halt. Und bei den Unsullied haben sie da alles weggesippt. Weiß ich nicht, ich war da nicht dabei. Ich weiß nur, dass vor der, bevor ich gesehen habe, es war heute so ein Artikel irgendwo, jetzt ist Game of Thrones wieder so eklig wie damals und da hatten sie als Teaserbild den, wie Oberyn die Daumen in die Augen kriegt vom Mountain. Ja. Und dann dachte ich so, oh Gott, das wird jetzt irgendeine eklige Szene in der neuen Folge und dann dachte ich schon, das wäre die Szene. Also er lässt seinen Lendenschurz fallen und wir sehen dann da, was da noch übrig ist, war aber nicht so, sondern die eklige Szene kam dann später erst. Eklige Szene? Ja.
mit dem Umschnitt, aber da kommen wir dann gleich dazu. Ach, das. Ja, gut. Dann wollen wir das allgemeiner? Wollen wir das gerade mal ansprechen mit den Nacktszenen? Mach mal wann anders, weil da würde ich mich gern kurz einlesen, weil da hab ich irgendeine Theorie drüber gelesen, warum das jetzt anders ist, warum es jetzt weniger sind und Das würde ich was ganz. das irgendwelche, Können wir noch machen? Dann können wir aber irgendwelche ganz. Ich Gründe würde das hat. ganz gerne umgekehrt machen, dass ich erstmal sage, so spontan. Das ist mir tatsächlich jetzt auch aufgefallen, bevor ich mir was anlese, dann meine eigene Meinung beeinflussen lasse. Ich glaube, das liegt daran, dass sie, so blöd das klingt, noch mehr Mainstream sind halt jetzt und mehr Zuschauer erreichen wollen und mainstreamiger Das als kann vorher. sein, ja. Weil sie haben, Glaube ich, dass das mit Gewalt, mit Ekel und mit Sex hat noch mehr, finde ich, als mit Gewalt. Das geht in den USA und so immer noch besser. Ich glaube einfach, sie sind jetzt so groß geworden. Es war ein guter Start, also die Bücher waren bekannt damals und so, und das ist ja HBO draus gewesen. Und deswegen haben sie das halt so gemacht, wie HBO das oft macht, in den ersten 1, 2, 3, 4, 5 Staffeln, weiß ich, das wurde schon immer graduell weniger. Und ich glaube, je größer das wurde und je mehr Leute sie ansprechen wollen, desto mehr verschwinden die Sexszenen, weil dann auch vielleicht dann die beruhigt dann die 14- und 15-Jährigen das mit ihren Eltern gucken können zum Beispiel. Und, oder umgekehrt, Das kann die schon Grüßen mit sein. ihren Eltern, die lassen sich ihre Kinder gucken halt. Das kann schon sein. Und vor allem sind auch die, also das wären jetzt die wirtschaftlichen Gründe, dass sie sagen, okay, Ja. den Sex können wir von mir aus, zumindest von amerikanischen Markt, ein bisschen zurückschrauben. Und wir können es ja gleichzeitig auch erklären, weil die Frauenfiguren in der Serie viel stärker geworden sind. Also wenn man sich anschaut, in den ersten Staffeln sind sämtliche Machthaber männlich und die Frauen entweder noch nicht ausgebildet genug oder halt so Spielbälle zwischen den männlichen Machthabern. Inzwischen ist es ja umgekehrt, dass eigentlich alle. Mal abgesehen von im Norden, wo aber Sansa auch inzwischen eine starke Frauenfigur ist, sind alle Frauenfiguren sehr, sehr stark geworden. Und die Nacktheit, beziehungsweise das wird nur noch als dramaturgisches Mittel eingesetzt. Also wie jetzt bei wie Schauspieler, die es schon hinter sich haben, die dann sagen so, ja, ich habe diese Nacktszene gemacht, weil die fürs Drehbuch wichtig waren. Oder fürs Drehbuch wichtig war. Aber zum Beispiel als Daenerys die Dothraki abfackelt, da kommt sie auch nackt aus diesem brennenden Haus und das zeigt so ihre ganze. Ihren ganzen Stolz oder so wird zumindest erklärt und ihre ganze Unverwundbarkeit gegenüber solchen Leuten. So, okay. Und deswegen gibt es gar keinen Grund mehr, so viele Hauptdarstellerinnen nackt zu zeigen und diese ganze Hurerei und so, das ganze lockere Leben in Westeros ist sowieso vorbei. Das heißt, auch Bordells, denen sind nicht mehr so viele. Und ja, und bei Melisandre heute war es halt eher tatsächlich, weil das Drehbuch erfordert hat, nämlich, wenn sie jetzt da sie nur von hinten gezeigt hätten, dann hätten alle Zuschauer gesagt, so, hä? Was soll denn das? So, ganz was Neues bei Game of Thrones, da hat man doch sonst auch immer alles gesehen. Deswegen hat es mich auch ein bisschen gewundert, dass sie ihn dann nicht zeigen. Weil, naja. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, oder was ihr glaubt, warum das zurückgefahren wurde. Ist alles zu ernst geworden oder hat das wirtschaftliche Gründe für einen Erfolg der Serie oder so? Schreibt es Also in ich die glaube, Kommentare. was du angesprochen hast, das sind vertretbare Gründe und das kann man halt so hinstellen. Das ist, glaube ich, auch, passt ja auch inhaltlich. Aber ich glaube, trotzdem, dass es eine bewusste Entscheidung ist, dass sie das gesagt haben, Glaube ich das auch. machen wir weniger. Ja, also bin ich relativ sicher. Na gut, mal gucken, ob jetzt schon die nächste, die eklige Szene kommt. In der Tat, da kommt es. Da kommt erstmal Samwell Tarly, wie er durch die Bibliothek mit dem Arkmeister schreitet und für ihn da Bücher tragen muss. Also soll halt gezeigt werden, der macht immer noch die Scheißaufgaben, immer noch nichts Vernünftiges, weißt du, rennt da hinter den her und muss halt, ja, da irgendwie die Bücher tragen, damit der da irgendwie seine Abhandlung über irgendwas schreiben kann, was auch offensichtlich uninteressant ist in der aktuellen Situation, wo Stress im Osten, Stress im Norden, da brennt's, da geht alles kaputt, aber der möchte seine Geschichtsabhandlung von König Bimbam vor 700 Jahren erzählen, also, ne? Und ja, er ist natürlich damit sehr unzufrieden, der Samwell, man merkt das schon so. Und das ist nur so ein bisschen der Einstieg, um das nochmal zu festigen, wie halt die Situation für Samwell ist. Und dann wird Jorah gezeigt. Wo du letztes Mal meintest, man hat ihn nicht erkannt. Also man hat ihn. Ich habe ihn erst nicht erkannt, aber dann bei der Wiederholung, ich habe es mir nochmal angeschaut, dann ist es klar, wie es war. Man kann es auch übersehen tatsächlich, aber in diesem Fall war es dann so, jetzt sieht man ihn richtig, wie er halt da in dieser Zelle sitzt und unterhalten sich dann auch. Also jetzt hat mehrere Szenen zusammengefasst. Dann unterhält er sich mit dem Arkmeister und der Arkmeister sagt halt, ja, da können wir nichts mehr machen. Ne, das ist halt Grayscale in dem fortgeschrittenen Stadium. Das ist halt, lebst jetzt vielleicht noch 10, 20 Jahre, aber das ist halt unheilbar und will ihn halt dann wegschicken, halt, ne, zu der Leprakolonie, wo die ganzen Stonemen sind. Und Sam spricht das dann nochmal an. Das ist doch hier, damals der Maester hat doch hier in diesem Buch da so ein paar alternative Heilmöglichkeiten ausgetestet, aber das, ja, daran glaubt der Arkmeister nicht und sagt so, da können wir halt nichts machen für dich aus. Und dann sieht man in der
nächsten Szene. Er hat aber, er sagt sogar noch, also weil er hat erst das Beispiel Shireen gebracht, also ja, die war, sei ja noch sehr jung gewesen und in sehr geringem Stadium. Und jetzt alle anderen Fälle, gerade wenn es so weit fortgeschritten ist, da gab es gar keinen Fall. Und es hätte doch der eine Meister hätte die Heilung gefunden gehabt und dann sagt der Archmeister noch so, ja, weißt du, was der gestorben ist? Nee, ja, an Grayscale. Und dass diese Heilungsmethode extrem gefährlich sei. Was aber Sam nicht davon abhält, die trotzdem auszuprobieren. Fand ich ein bisschen, also er ist da schon sehr nassforsch oder so. Ich meine, ich weiß nicht, ob das dann nicht dokumentiert wurde irgendwo, was denn mit dem Archmeister passiert ist, aber das hätte er sich vielleicht auch noch anlesen können oder vielleicht hat er das auch, aber es war ihm dann relativ egal, weil er will ja das unbedingt jetzt an dem ausprobieren. Aber warum eigentlich genau? Was hat er denn davon, wenn ausgerechnet Jorah Mormont jetzt geheilt ist? Warum so ein Risiko eingehen? Wird ja aus der Citadel geschmissen, wenn es rauskommt? Ja, also eine Motivation gibt es schon, zumindest zu dem späteren Zeitpunkt. Er erfährt ja, dass das Jorah Mormont ist. Und er war ja er mochte den Mormont. Der Mormont war ja der Commander, der Lord Commander von der Nightwatch. Und den mochte er immer sehr gerne. Also ich glaube, das ist ein Grund, warum er das macht, dass er halt dem da noch verbunden, sich verbunden fühlt und dem Sohn helfen möchte. Das ist, glaube ich, sogar der Hauptgrund, fand ich dann so. Aber es ist trotzdem sehr riskant, weil er will ja immerhin, er ist jetzt immerhin zur Citadel gegangen, weil er das sein Leben lang wollte und er weiß ja, dass da sehr viel Wissen noch schlummert, was ihm und vor allem im Kampf gegen die White Walker John nutzen wird. Also jetzt aus Sympathie für einen, das so aufs Spiel zu setzen. Was, wenn das schief geht, wenn das so wehtut, diese Behandlung, und so krass ist? Und he had one job. Wenn der eine schon, wenn die so gefährlich ist und der eine schon dann trotzdem dran gestorben ist, also. Ja, das ist, kann man schon hinterfragen. Einfach ein netter Kerl. Kann man schon hinterfragen. Aber er ist auch wirklich ein netter Kerl, ist ja auch so. Samuel Tarly ist ja ein netter Kerl. Das ist so. Und wir hatten mit dem Mormont, hat noch eine Rolle gespielt. Was mich ein bisschen überrascht hat, auch was man jetzt in der nächsten Szene oder im Verlauf der Szene sieht, kam da dieses Buch raus und offensichtlich. Mal gucken, wie es jetzt noch weitergeht, aber der erste Schritt ist jetzt halt da, das runterzuschneiden halt, ne? Diese Verhärtungen. Das ist natürlich, was du meintest, was dieses sehr eklige ist. Das ist halt echt, das war unangenehm zum Zuschauen. Jetzt nicht nur, weil es eklig ist, sondern ich finde, das sah wirklich schmerzhaft aus, wie auch der Jorah da leidet. Das, da habe ich mich echt. Ja, er löst ja, also er fängt ja bei einem so ein kleines Stück ab und was er aber letztlich macht, ist sein ganzer linker Arm und der komplette Oberkörper. Der muss ja gehäutet werden. Oh, das ist schon, so, und das wächst sogar auch ein bisschen tief rein, hast ja nicht nur so eine Oberfläche. Ja, es ist halt schon eine Hausnummer. Also sogar, wenn das alles abgeht und wenn du alles abbekommst, dann ist aber das Infektrisiko trotzdem relativ hoch. Also wenn du nicht vorher deinen Tetanus bekommen hast, dann gute Nacht. Also das ist eine fiese Szene. Du willst auch nicht unbedingt auf so einem Strohsack schlafen dann mit so einer Haut, aber okay. Das ist eine fiese Szene. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte ja, das wurde ja so ein bisschen in der letzten Folge schon in dem Buch angesprochen und gezeigt und so, dass man mit Dragon Glass auch Grayscale heilen kann. Das haben jetzt noch ein paar Leute rausgearbeitet, weil man schlägt ja dieses Buch auf, wo dann dieser Dolch einmal gezeigt wird. Dann wird ja noch gezeigt, dass da auf Dragonstone Dragonglass ist, in irgendwelchen Höhlen. Und dann ist auf der linken Seite, das sieht man jetzt natürlich, wenn man es normal guckt, aber Leute haben halt das Bild angehalten und den Text gelesen. Da steht halt, dass man auch das Grayscale, oder glaube ich gar nicht, ob Grayscale direkt angesprochen wird, aber dass man viele Krankheiten und schwere Infektionen heilen kann mit Dragonglass. Wenn man das zu sich nimmt, unter anderem zum Beispiel. So ein paar Sachen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich dachte, er hätte das gelesen und hätte jetzt irgendwas mit Dragonglass, wo er vielleicht hat er noch irgendwie einen halben Dolch oder keine Ahnung, macht den, zermalt den zu Staub oder keine Ahnung und macht damit was. Vielleicht kommt das als nächster Schritt. Mich hätte es überrascht, dass er dann diesen alten Meister rausholt und dann jetzt wirkt so, ja, jetzt hier das abmachen, zur Ader lassen und dann geht es ihm gut so ungefähr. Ich dachte, er macht jetzt halt was mit dem Dragonglass. Wäre nicht die erste schnelle Heilung. Ich meine, Arya hat auch irgendwie 7 Dolchstiche in den Magen verkraftet mit einer heißen Suppe. Also schau mal, wie es Jorah in der nächsten Folge geht. Dieser Terminator, der die ganze Stadt noch platt gemacht. Ja, der Dings, der Umschnitt, der war aber ziemlich cool, weil man sieht erst, wie Samuel mit dem Skalpell da in diesen eitrigen Wunden rumkratzt und dann kommt ein Umschnitt und man sieht, wie jemand auch mit so einem Besteck in so einem gelblich-zähen Zeug, also so eine Schale knackt und dann kommt da dieses Zeug raus und dann ist es letztlich eine Creme Brûlée oder so ein Ofenkäse, den dann irgendeiner in der Taverne isst, wo Arya und Hot Pie sitzen. Ja. Wusstest du, dass Hot Pie noch lebt? Ich dachte, der wäre gestorben mit den ganzen anderen Kindern. Nee, die haben sich aber da bei dem Haus zurückgelassen. Das kann ich ja eben mal zeigen, die Leute das auch sehen, genau. Und bevor wir das noch genau besprechen, aber das machen sie jetzt häufiger. Das war letzten Mal war es ja mit der Scheiße-Montage und dem Essen. Da war es ja auch genau das Gleiche. Naja, wurscht. Also man sieht genau Arya und Hot Pie, wie Arya da halt in so einem
ja, Raststätte sage ich schon, in so ein Gasthaus eingekehrt ist. Stairways. Genau. Kostet das Brot dann 14 Euro. Ist ja da eingekehrt, um da ja, zu ruhen auf ihrem Weg nach King's Landing zu Cersei. Und dann, Überraschung, da lebt der Hot Pie noch. Freut sie sich auch. Ja, und der backt auch weiter Brot immerhin. Er hat auch so ein paar Geheimrezepte, dass man die Butter erstmal anbrennen lassen muss. Also wenn ihr das nächste Mal Brot backt, erst die Butter schön braun werden lassen, genau. Ja, sehr gut. Und er gibt aber Arya einen heißen Tipp, nämlich, hast du schon gehört, Lord, beziehungsweise Jon Snow ist König des Nordens und Herr von Winterfell. Und da horcht Arya natürlich auf. Das wusste sie noch nicht, fand ich krass. Okay, passiert halt. Das war ihr noch gar nicht klar. Und das ist halt einfach eine nette Szene, einmal, weil sie halt wieder mit einem alten Freund wieder vereint wird. Die waren ja damals, haben sich gut verstanden. Und das jetzt ihren Plan ändert. Sie war auf dem Weg nach King's Landing, wie gesagt, um Cersei umzubringen, erklärtermaßen. Und das ändert sie jetzt. Jetzt will sie halt dann am Ende des Gesprächs halt in den Norden zu Jon Snow. Und allgemein zeigt das ein bisschen ihre menschliche Seite halt, ne? Dass sie, wie sie mit Hot Pie umgeht, wie sie sich freut und wie sie jetzt dann auch dann ihre Rache zurückstellt in diesem Augenblick, erstmal jetzt, um halt Jon Snow zu besuchen. Das fand ich ein bisschen merkwürdig aus zwei Dingen, nämlich erstens, wieso weiß Arya das immer noch nicht? Also ist mir dann später eingefallen, weil wenn ich jetzt so lange da im Süden mich zum Assassinen ausbilden lasse und wenn ich dann irgendwie so einen Plan habe, folgende Personen zu töten oder mich in Westeros irgendwie zu bewegen und keine Ahnung. Klar gibt es kein Internet und vielleicht sind auch die Zeitungen da eher schlecht, aber es wird ja wohl irgendeine Form von öffentliche Informationsweitergabe geben. Also Zeitungen gab es vielleicht noch nicht oder kann da gar niemand schreiben und lesen, aber es gibt doch auch Dinge, die sich die Leute erzählen. Und wenn sie zum Beispiel bei den Lannister-Soldaten mit Ed Sheeran am Feuer sitzt, hätte ja mal singen können darüber. Die hat ja auch einen kompletten Tagesablauf. Ich meine, man kann ja wohl in Gesprächen in irgendwelchen Tavernen und mit irgendwelchen Leuten, Bauern, wem auch immer man begegnet, einfach mal so ein bisschen abklopfen, wie ist eigentlich gerade die Lage im Reich. Und vielleicht hat sich ja dann schon rumgesprochen, dass es irgendwelche Umwälzungen im Norden gibt und dass es da jetzt einen neuen König gibt, aber gut. Fand ich auch. Das ist ja das, was ich am Anfang meinte. In dieser Folge ist relativ viel Exposition, weil dieses Gespräch zwischen Daenerys und der Melisandre ist genau das Gleiche. Da wird Daenerys auch so, oh was, der Jon Snow ist jetzt hier König im Norden und der Tyrion auch total überrascht. Das sollten die schon lange wissen. Also wenn sie halt die Invasion vorbereiten, die müssen wissen, wie ist die Lage im Land? Wer ist potenziell verbündet? Wer ist... Vor allem, wenn sie Varys dabei haben. Genau, das ist noch dazu. Varys sollte er ja wissen. Und sie müssen das ja für dieses Jahr auch, wie gesagt, essentiell zu wissen, wer sind Feinde, wer sind Freunde, wer ist vielleicht, wer wechselt eventuell die Seiten. Die müssen das auch schon längst wissen. Ja? Und das erste Gespräch zwischen Varys und Daenerys, das ist sehr viel Exposition in diesem Fall, immer so, aha, das ist, erzähl mir mal, jetzt sage ich dir mal was. Aber das ist auch verständlich, ja. Weil die letzte Staffel ist jetzt schon irgendwie 15 Monate her und viele Leute beschäftigen sich halt zwischen den Staffeln nicht so sehr mit der ganzen Story, also wir ja wahrscheinlich auch nicht. Nö, tun wir auch nicht. Und so. Ja. Und, ja, aber ich finde, das kann man ein bisschen... Dass du so viele Leute damit erreichen musst mit der Serie, musst du denen wahrscheinlich in den ersten Folgen einfach dessen ein bisschen erklären, wie ist eigentlich die Lage. Ja, aber das ist ja... Das ist halt aber wieder ein bisschen lazy, ein bisschen faul vom Writing. Doch, man kann es besser machen. Tatsächlich das Gespräch als bei Hot Pie und Arya, als aber zwischen Daenerys und Melisandre, ne? Das, wo es darum geht, dass Jon Snow der König im Norden ist. Dass halt, dass dann Daenerys und Varys und Tyrion davon vollkommen überrascht sind, ist halt scheiße. Das ist halt nicht glaubwürdig. Man kann das Gespräch ja auch dieses Thema nochmal nach vorne bringt, dass die Melisandre neue Informationen hat. Er sagt, das ist dann auch ein bisschen Exposition, aber es ist glaubwürdig, wenn sie sagt, ja, hier, Jon Snow ist jetzt ja König, aber ich habe jetzt noch irgendwie folgende Informationen für euch, weil ich ja bei ihm war oder ich bin jetzt gerade deswegen verstoßen worden. Dann sprichst du das ganze Thema nochmal an, erinnerst die Leute daran, aber hast halt nicht dieses, dass sie sich fragen, so, hä, warum weiß denn Daenerys nicht, was mit dem Jon Snow los ist? Also das kannst du besser schreiben. Ja, naja. Aber ja, also trotzdem, aber auch Arias Racheplan, ich meine, der war jetzt das Wichtigste überhaupt in den letzten, keine Ahnung, 5 Jahren, dieser Racheplan. Und dann hört sie also, okay, ihr geliebter Halbbruder ist jetzt im Norden König. Wie viele waren es denn jetzt noch auf der Liste? Cersei war es noch, ich meine, der Ser Meryn Trant, den hat sie umgebracht, ja. Den Hound hat sie, hat sie auch umgebracht. Wer weiß, warum hat ihn zurückgelassen, ja. Wer war denn noch alles auf der Liste? Ach, genug, aber ich glaube, dass Cersei... Also Cersei war schon die wichtigste wahrscheinlich. Ja. Und da sagt sie jetzt so, ach nee, komm. Vielleicht verschiebt sie das auch. Und, aber sie muss ja auch wissen, ich meine, sie... Gut, klar ist an Cersei ein bisschen schwer ranzukommen, aber wenn sie die jetzt noch erledigt hätte, dann wäre eigentlich das meiste getan gewesen. Dann hätte sie halt für immer zurückgehen können in Norden und alles wäre gut gewesen. Stattdessen lässt sie die jetzt am Leben und kehrt gleich zurück. Das finde ich also... Vor allem, sie hadert auch gar nicht groß, sondern so Süden, Norden... Ja, okay.
dann eben Norden. Ja, auch fand ich okay. Es hat schon eine Überraschung für sie. Ne? Sie wusste ja nicht, dass Jon Snow noch lebt überhaupt. Ja. Und dann begegnet sie aber noch jemand auf dem Weg, dann machen wir das vielleicht gleich oder hast du das später auf der Liste? Das habe ich, glaube ich, jetzt gleich. Ja, genau, das ist schon die nächste Szene. Genau, dann sitzt sie am Feuer im Wald und es ist kalt und dann plötzlich scheut das Pferd und das ist eine massive Bedrohung und das wird das wahr, was wir auch, glaube ich, in der letzten Staffel schon oder irgendwann mal vermutet hatten, nämlich Nymeria, ihr Direwolf, der vertrieben wurde. Also ich habe mir das schon gedacht in dem Moment, als man diese Taverne von außen gesehen hat, weil ich meine, das war, glaube ich, als sie da schon mal vorbeigekommen sind auf dem Weg nach King's Landing, noch mit Robert Baratheon und so, da wurde der Wolf dann vertrieben und es wurde halt nie gezeigt, was mit dem passiert ist. Und jetzt ist er eben wieder da. Es kommt das Wolfsrudel und Nymeria ist das Alpha-Tier. Und die Szene fand ich dann eigentlich ganz spannend, was die Begegnung von den beiden angeht. Fand ich auch ganz cool. Das zeichnet sich ja schon ab. Also das Wolfsgeheul, dann kommen diese kleinen Wölfe, normalen Wölfe und dann weißt du schon, jetzt kommt auch, das war ja schon klar, dass dann der Direwolf, der ist Nymeria, kommt. Und ich dachte, ich stehe dann groß vor ihr und dann ist das schon eine spannende Situation. Wie reagiert sie? Erkennt sie wieder? Ich habe eigentlich erwartet, dass Nymeria sie schneller wiedererkennt. So wie ich das, dass sie eigentlich das zack schnallt hat. Und man hat immer dieses, finde ich okay, das wird, wenn man jetzt drüber spricht, dann beurteilt man das manchmal ein bisschen kritischer als in dem Augenblick. Ich habe es geguckt und fand das alles okay. So ein kleines bisschen ist mir der Gedanke schon aufgeblitzt und auch hier war es wieder so, diese künstliche Spannung wieder ein bisschen zu lang. So, Arya guckt dahin, Nymeria guckt, sie knurrt, Arya guckt wieder, sie knurrt wieder. Also dieses Hin und Her, einfach 20% zu lang oder so. Soll einfach diese Spannung aufgebaut werden, bevor dann erst nochmal klar gemacht wird, dass Nymeria sie wieder erkennt. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, so wie ich das von Tieren kenne, von Hunden, auch nach wirklich langer Zeit und so, würde ich vermuten, gerade auch noch so ein besonderes Tier, wie es der Direwolf ist, dass der es sofort erkennt. Gerade in den Büchern wird auch nochmal, hast du nochmal solche Perspektiven auch aus der Sicht des Direwolfs oder aus Sicht von so Gestaltwandlern. Das spielt in der Serie wieder nicht so eine Rolle, das kann man alles dann sagen, Buch ist Buch und Serie ist Serie, aber es ist schon so, dass die Direwolf sehr intelligente Tiere sind und nochmal noch mehr als normale Wölfe und Hunde, die ja auch in dieser Hinsicht solche sensationell sind, so von Geruch und Wiedererkennen, ne, von Personen anhand von Gerüchen oder anderen Sachen, sind die nochmal eine Ecke besser, aber die haben auch eine wirkliche Intelligenz, also die erkennen auch Leute einfach als solche und können auch nochmal weiterdenken. Also Nymeria hätte die schon aus 2 Kilometern erkannt, meine ich halt. Genau, und muss sie nicht erst vor sie aufbauen und 10 Sekunden sie anknüpfen und dann zu merken, ach, stopp mal, die kenne ich doch. Ja, und hätte dann aber auch, also wenn da noch viel Hund oder Wolfstier in der drin steckt, hätte auch anders reagiert, jetzt rein aus dem tierischen, instinktiven Aspekt her, weil einerseits, also ich dachte mir erst so, okay, wollen sie jetzt irgendwie zeigen, aha, Arya hat sich so verändert, dass sogar ihr geliebter Wolf sie nicht mehr erkennt, weil sie gar nicht mehr das kleine Mädchen ist von damals, sondern halt jetzt so hart geworden ist und so ein anderer Mensch geworden ist. Aber ein Hund ist sowas wurscht. Ich meine, ein Hund erkennt dich jetzt nicht am Wesen oder weil du älter geworden bist, sondern die erkennt dich einfach und sei es am Geruch. Das würde ich aber gerade sagen, das ist aber eigentlich die Szene. Also das hat mich ein bisschen geärgert, das stimmt ja überhaupt nicht. Gestört, minimal. Ich dachte nur im Augenblick so, egal. Also, dass das halt so rausgezögert wurde und diese künstliche Spannung aufgebaut wurde, das fand ich so ein bisschen unnötig. Aber die Szene an sich ist für mich genau das. Es wird ja gezeigt, für mich. Ja, okay, ja. Finde ich nicht, aber gut. Okay, also für mich ist das die Szene, es stellt sich so dar, sie treffen sich endlich wieder und Nymeria erkennt, dass sich Arya so verändert hat von Person, dass sie sich ja abwendet. Ja, okay. Also sie erkennt Arya wieder, dass das Arya ist, aber gleichzeitig merkt sie, Arya hat sich so verändert, das ist nicht mehr der gleiche Mensch und wendet sich von Arya ab. Und Arya sagt dann, das muss sie sogar noch hören, das habe ich auf Englisch nicht verstanden, ich gucke es ja auf Englisch, das habe ich nicht verstanden, was sie sagt. Ich habe verstanden, was sie sagt, aber ich habe jetzt vergessen, was sie wortwörtlich sagt. Ich habe mir nur gedacht, so, was hat sie denn jetzt damit genau gemeint? Aber inzwischen verstehe ich so, also Nymeria braucht eine Weile, um sie zu erkennen, was ich halt nicht richtig finde, weil eigentlich erkennt dich ein Hund dann eben sofort, egal wie du dich verändert hast. Eigentlich hätte sich Nymeria erst voll freuen müssen und Arya dann von mir aus auch. Und dann in dem Moment, als Arya denkt so, jetzt habe ich halt meinen Oberverbündeten wieder und die kommt jetzt mit und die wird mir bestimmt, und wenn wir nach Winterfell gehen und da alt werden, scheißegal, musst du ja nicht als Assassinenhund benutzen oder so, sondern einfach, die soll halt, keine Ahnung, das ist halt meine Nymeria und du sollst mit mir mitkommen, dass Nymeria dann stehen bleibt bei ihrem Wolfsrudel und sagt so, nee. Und sagt so, okay, ich habe dich erkannt, aber du bist nicht mehr der Mensch, du bist nicht, also ich habe mich jetzt von dir emanzipiert und ich mache bei deinem Schmarrn nicht mehr mit, ich bin hier im Wald happy mit meinem Rudel. Nicht und fertig. Und genauso das macht sie am Ende. Also sie geht quasi und sagt so, okay, du bist ein anderer Mensch geworden, ich habe mit dir jetzt sozusagen nichts mehr zu schaffen. Und das ist allerdings dann auch wieder was ein Hund wahrscheinlich nicht machen würde. Ja, aber es ist halt kein normaler, es ist halt kein normaler Hund, das ist ja schon trotzdem so. Das normalerweise, wenn die aufwächst mit Arya als Rudelführerin,
dann ist der Wolf einfach loyal und dann später auch noch. Also dann diese Intelligenz, so, nee, du bist jetzt irgendwie alt und verbissen geworden, mag ich jetzt nicht, finde ich jetzt hier besser, so tschüss, mach du mal, das würde halt ein Rudeltier wie der Wolf insofern, glaube ich, nicht machen. Aber da kann mich jetzt ein Verhaltensforscher eines Besseren belehren. Ich fand es halt ein bisschen merkwürdig, also ich fand in zwei Stellen war die Szene irgendwie, ich habe schon verstanden, warum sie das so gemacht haben, aber ja. Vor allem dieses ganze 6 Staffeln warten, bis Nymeria wieder zurück ist und dann das Einzige, was letztlich damit erzählt wird, ist, Arya ist ein anderer Mensch geworden, nämlich ein härterer Mensch oder so, dann hätte man den Wolf auch nicht, jetzt nicht unbedingt zurückbringen müssen. Aber auch, ich fand's okay. Ich fand, das hätte man bloß besser machen können mit dem Wiedererkennen und so. Aber ansonsten fand ich das eigentlich als Aussage gar nicht so schlecht. Fand ich jetzt, mal gucken, vielleicht ist es auch nicht das Letzte, was man von Nymeria gesehen hat. Die kommt bestimmt irgendwann in letzter Sekunde, wenn Arya in Gefahr ist, hat sie sich doch nochmal entschieden und beißt zuerst den Angreifer, den Hals. Nämlich Grey Worm, weil der Arya verwechselt, aber egal. Da hast du gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Das ist übrigens was, vielleicht mal ganz kurz. Mir sind zurzeit zu wenige, also alle Konflikte, die irgendwie dargestellt werden, die sind irgendwie so pseudo und mir sind zu wenige graue Leute dabei. Also es ist inzwischen ganz klar, wer gut ist und wer nicht gut ist oder wer schlecht ist. Es müssen nur noch die Guten einsehen, dass sie beide gut sind. Und dann bleibt von den Bösen eigentlich nur noch die komplett einfarbige Cersei übrig. Und halt die White Walker, aber gut, die sind sowieso außen vor. Aber ich finde so dieses ganze Mischmasch, was Game of Thrones immer ausgemacht hat, das sehe ich gerade nicht mehr. Stimmt. Und das finde ich ein bisschen schade, weil vielleicht die Szene, wo wir jetzt wahrscheinlich gleich dazu kommen, Jon Thronsaal im Norden, das wirkt alles auch wieder so ein bisschen so konstruiert. So. Die ganzen Dialoge sind alle ein bisschen. Also seine Argumentation, vielleicht erklären wir es kurz. Also ist es die nächste Szene jetzt? Wahrscheinlich, ja. Oder? Also Jon steht im Thronsaal im Norden und zeigt 2 Briefe, nämlich einmal Brief von Tyrion, komm nach Dragonstone, weil unsere neue Königin will dich treffen. Und Jon weiß, unter Dragonstone ist ein Berg von Dragonglass. Der wichtigste Rohstoff und die White Walker. Von Sam, den Brief, genau, den zweiten. Ist der zweite Brief von Sam, dass er eben das Dragonglass ist. Das heißt für Jon natürlich Gmade Wiesen, ich fahre dahin. Und dann wird er halt von allen gewarnt, so, ja, aber du kennst doch diese Targaryens. Und ja, und die haben dann diese Barbarenarmee dabei. Und jetzt lässt du uns im Stich. Und was soll denn das? Und das machst du jetzt nicht. Und das ist eine Falle und so. Und dabei ist es doch tatsächlich der einzige vernünftige Plan, weil Tyrion war zu jedem von denen, die anwesend waren, immer cool. Und es gibt eigentlich von. Es gibt keinen Grund, an Tyrions Motivation zu zweifeln, weil Tyrion sich ja mit dem Brief schon offen gegen seine Schwester gestellt hat. Wenn er den König des Nordens schon einlädt und sagt, komm hierher, wir kämpfen zusammen gegen Cersei, dann ist es ganz schön unwahrscheinlich, dass er dann irgendwie ein Doppelagent ist. Er von denen gejagt wird und seinen Vater umgebracht hat und ja, so genau. Weiter. Also jetzt von Tyrion eine Falle zu erwarten, ist extrem unwahrscheinlich. Klar ist das eine Targaryen, aber die hat ja natürlich auch ihre Beweggründe, beziehungsweise kann man da schon mal hinfahren. Und es sind aber alle so oberskeptisch. Und sogar Sansa sagt so, nee, dein Platz ist jetzt hier im Norden, du bleibst jetzt mal hier. Und nur weil er ihr dann sagt so, nee, du vertrittst mich jetzt hier als Statthalterin, beziehungsweise als neue Queen des Nordens, was auch immer, dann ist es in Ordnung, aber sie ist ja halt trotzdem nicht ganz happy damit. Das fand ich jetzt halt alles ein bisschen klar, alle warten darauf, dass endlich Daenerys und Jon aufeinandertreffen, was ich jetzt auch gar nicht so spektakulär finde. Mein Gott, das sind zwar schon wichtige Leute, aber ich finde, das wird so aufgebauscht irgendwie, dieses ganze, ja, und endlich das Zusammentreffen zwischen Daenerys und Jon, was wir jetzt in der dritten Folge sehen. Ja, okay, dann treffen die sich halt jetzt mal. Die werden dann schon irgendwie was miteinander anfangen können und irgendwie gemeinsam Pläne schmieden gegen das, was auch immer, aber na, weißt du, was ich meine? Und ja, mir fehlen halt die Figuren, wo ich eben nicht, also mir fehlen die Beweggründe, die früher immer noch so interessant waren, dass der eine zwar einerseits für das war, gleichzeitig mit der Entscheidung für was zu sein, aber auch gegen was sein musste, für was er immer gestanden ist und so. Und umgekehrt. Da ist Jamie halt noch interessant, aber dann wird es schon langsam echt dünn. Also wenn da nicht irgendwie Varys sich noch als Drahtzieher entpuppt, der irgendwie ganz andere Pläne gehabt hat oder so, dann wird es echt langsam sehr einfach. Mal gucken, wie Littlefinger sich halt dann noch macht. Ne? Bei dem hat man lange nichts gesehen. Also nicht, dass er irgendwas Interessantes macht, sag ich mal. War jetzt wieder in der Szene dabei und hat dann auch wieder sein Grinsen aufgesetzt, als dann Jon sagt, Sansa, du wirst jetzt hier dann meine Stellvertreterin. Das ist ja eh so ein bisschen das Gefühl gewonnen in den letzten Folgen, auch schon in der letzten Staffel, dass er das ist, worauf er hinarbeitet, eigentlich auch entweder so ein Keil so ein bisschen zwischen Jon und Sansa zu treiben und eigentlich eher sie da an diese Position zu heben. Und er sagt dann auch in der nachfolgenden Szene mit Jon,
wo er persönlich mit ihm redet, also alleine mit ihm redet, sehr deutlich. Ich glaube auch so zum ersten Mal, es ist schon seit Ewigkeiten klar, er stand auf Caitlyn und irgendwie hat er immer in Sansa so eine jüngere Version von Caitlyn gesehen und das war immer schon so ein bisschen so eine komische Mischung manchmal so aus väterlichen Getue und dann doch schon, dass er was von ihr will halt. In diesem Fall hat er aber ganz deutlich gesagt, dass er Sansa liebt, wie er Caitlyn geliebt hat. Das ist jetzt mal einfach mal die, ne? Da weiß man jetzt Bescheid. So. Da hat er das mal einfach gesagt, würde die am liebsten über sich heiraten oder so, ne? Wie auch immer. Und John findet das was gar nicht auch so ganz gut. schön, Ja? ganz schön untypisch ist für Littlefinger. Warum Ja. sollte denn das in der Szene jetzt so sagen? Ich meine, es kann ihm doch wurscht sein, ob John das weiß oder nicht, wenn er da wirklich seine Pläne Weiß schmiedet. ich nicht. Stattdessen provoziert er John, dem das natürlich nicht passt. Und das ist auch wieder sowas, das wirkt halt schon sehr geschrieben, klar, dann gibt's irgendwie, dann werden die konfrontiert und dann drückt John Littlefinger so an die Wand und sagt so, du, wenn du meine Schwester anfasst oder so, dann bringe ich dich eigenhändig um. Und dann geht er halt weg und dann merkst du halt schon, als wollten die verdeutlichen, so jetzt Jetzt hat macht er Littlefinger aber was. richtig Hass auf den John und jetzt wird er ihn hintergehen und so weiter, was er aber sowieso gemacht hätte. Ja, Auf ja. irgendeine Art, um mit Sansa halt irgendwie auf den Thron zu kommen, und sei es der im Norden. Also, Ja. das war jetzt, ich weiß nicht, was da verdeutlicht werden sollte, dass Littlefinger seine eigene Agenda hat Ja, genau und das. in der John halt keine Rolle spielt. Da brauche ich jetzt nicht John auch noch als, Ja, wenn also du da jetzt brauche die ich nicht noch so letzten einen 4 Folgen immer Racheaspekt, so ja, ein mit bisschen der mich so geschlafen behandelt, dann hast, aber. so zwischendurch bist eingeschlafen auf dem Sofa, dann war es jetzt nochmal ganz gut, dass der John das und Ja, das nochmal konkret dir aufs Butterbrot geschmiert haben. Ja, so ein bisschen wie ja. Exposition. Vielleicht ist das wirklich diese Folge, Ja. hätte auch Exposition heißen können, das wieder so nochmal zeigen, diesen Konflikt, der eigentlich seit längerem schwelt. Und deswegen, was du gerade meintest, diese grauen Charaktere und diese Zwischentöne fehlen ein bisschen, fand ich ganz interessant, weil es war schon einigermaßen offensichtlich, aber trotzdem so unausgesprochen. Man hat immer so gemerkt, er hat seine Agenda, er pusht die Sansa ein bisschen, aber es hat nicht ausgesprochen. Jetzt wurde es halt ausgesprochen. Zumal sie sich Naja. doch von dem nicht pushen lässt. Also die, Nee, das hat sie das ja. wäre jetzt ganz was Neues, wenn er jetzt wieder was einflüstert und sie dann sagt so, ja, okay, vielleicht hast du doch recht, Peter. Und dann, Peter. Peterchen, nee. Ja. Ja, mal gucken, wie das nochmal. Aber das war nochmal. Ich fand es eher, das hat mich alles gar nicht so gestört, was du jetzt gerade gesagt hast, war alles so hingenommen. Oh mein Gott. Was mich wieder ein bisschen gestört hat, aber gar nicht diesmal, dass ich sage, das Writing ist blöd, sondern in Character und in der Welt, denke ich mal so, ey, können die John und Sansa bitte mal, bevor sie irgendwie mal vor die Leute treten, miteinander reden? Das wirkt halt immer. Wie John ja auch schon in der letzten Folge gesagt hat, Sansa soll ihm halt nicht öffentlich widersprechen, weil das wirkt halt scheiße, ne? In seiner Autorität gegenüber den Leuten. Aber dann denke ich auch umgekehrt, dann red doch auch mal mit Sansa vorher, wenn du jetzt zu ihr sagen willst oder sie zu deiner Stellvertreterin machen möchtest und diese und jene Pläne hast und du hast diesen Brief bekommen, der vielleicht irgendwie diskussionswürdig ist in irgendeiner Weise, sprich doch einmal kurz mit Sansa vorher, so, ich habe diesen Brief bekommen, das habe ich vor, du bist meine Stellvertreterin, wie siehst du das? Okay, so machen wir es, weißt du, und dann gehen wir mal raus und erzählen das den anderen. So, nee, er überrascht halt alle, inklusive seiner Schwester, und dann widerspricht sie halt auch, und dann denke ich auch mal so, okay, sie hat ja ihre Meinung, das ist ja, ne, passt ja auch, wenn er mal vorher mit ihr geredet hätte, wäre es ein bisschen einfacher gewesen. Das ist wie wenn du als Bundesligist irgendwie Pressekonferenz vor einem wichtigen Spiel und da sitzt der Präsident und irgendwie der Trainer und der Präsident verkündet dann so, also er ist nicht ab sofort nicht mehr Trainer vom FC. Also, keine Ahnung. Der Trainer ist halt wohl sowas. Moment mal. Also irgendwie klare Absprachen, Alter, stimmt schon. Ja, also das dachte ich halt nur so, erzähl dir das doch einfach vorher, dann wäre es alles ein bisschen easier. Ja. Naja, war ganz nett. Und ich glaube, jetzt kommt schon die letzte Szene, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich guck mal genau, das war die 10. Jetzt kommt die 11., eine sehr lange Szene, die geht da irgendwie 7, 8 Minuten in der Das Serie. war cool, weil die ganze Folge war bisher ja eigentlich nur Gerede. Und da dachte man schon, okay, es wird so eine Laberfolge, aber denkst du? Wo das jetzt war noch eine richtig lange Szene. Die fängt ganz nett an. Man sieht dann, wie Yara. Wie heißt Elaria kann schon Ilaria? sein. Ich ärgere mich, dass der Name nicht Ich einfällt. frage mal kurz Google. Frage das Internet, ja. Und Theon, Elaria Sand, ja. ja, wusste ich das. Finde ich doch von alleine eingefallen am Ende. Also Yara, Ilaria und Theon sitzen da unten. Gespielt von Adel Dazeem. Das wollte ich wissen. Genau. Ja. Also sitzen da zu dritt unten in so einer Schiffskajüte, Kapitänskajüte, recht geräumig eigentlich. Und die Ilaria macht sich mal wieder bei den Theon lustig, weil ja alle wissen, wie der da von Dings hier, Ramsay, behandelt Ramsay. wurde. Und dass da unten auch nicht mehr alles stimmt, dass da ein bisschen was weggeschnippelt wurde. Das ist ganz gerne mal in der Serie passiert. Und machen sich über ihn lustig halt. Ne? Und dann bahnt sich da so ein bisschen so ein Geturtel an zwischen den beiden. Und dann wird es aber jäh unterbrochen. Kommt dann doch, hat Genau. doch keine Sexszene. Hätten sie noch 2 Minuten warten können. Nee. Gab's nicht. Gab Stress.
Genau, also die Flotte ist ja auf dem Weg nach Dorne, um da die Armee einzusammeln. Und irgendwie hat es Euron Greyjoy geschafft, die Flotte aufzuspüren und attackiert mit seiner kompletten geballten Seestreitmacht die abtrünnige Greyjoy-Flotte. Wie groß die zwei Flotten sind, wissen wir jetzt nicht so genau. Das ist eh die Frage. Die Dothraki sind ja da jetzt nicht dabei, sondern das sind jetzt nur Greyjoys, die eigentlich nur Transportschiffe nach Dorne bringen wollten, um da die Armee einzusammeln und die nach King's Landing zu bringen. Eigentlich ja Wobei ich nicht ganz müssten. verstehe, warum holen die mit den Booten ab? Wieso kommt die Dorne-Armee nicht einfach auf den Landweg? Ich glaube schon, dass ein Seeweg schneller ist als eine marschierende Armee. Wahrscheinlich, aber dann sind es halt wahrscheinlich einige viele Schiffe und die Dothraki-Armee mit den Pferden, die sitzt wohl noch auf Dragonstone, obwohl da gar nicht so viel Platz ist für so viele Leute oder so. Aber ich finde, das könnte mal ein bisschen zeigen, wo sind eigentlich die Armeen und was machen die gerade. Aber es ist ja wurscht. Und dann ist es auch noch Nacht. Und jedenfalls kommt die komplette Eisenflotte an und wie. Und die Sand Snakes, nämlich die drei Girls, die in der ersten Szene, wo man die mal wieder sich unterhalten sieht, die sind da genauso albern wie in der fünften Staffel war es, glaube ich, und in der sechsten auch. Also schaffen sie einfach nicht mehr, die irgendwie noch interessant oder cool hinzukriegen. Ach, ich finde die ganz nett. Ich würde die Ja, alle aber sie drei sind halt, nehmen. ja, sie sind echt ein bisschen platt Ach geschrieben. Also, na, das mir naja. reicht's. Und dann kommt Euron, wieder Freibeuter, und entert das Schiff und dann geht die große Seeschlacht los, die sehr cool inszeniert ist, aber ich Ja. finde, also ich weiß ja nicht, ob sie dann nochmal eine zeigen, aber dafür, dass sie so, ja, siebte Staffel, große Seeschlacht, dafür, dass es Nacht war und so, relativ konzentriert, also dass im Hintergrund so immer irgendwelche brennenden Schiffe gesehen und hauptsächlich ging es aber um Nahkämpfe auf einem Schiff und da gab es einige Opfer. Also es war jetzt nicht so, dass du irgendwie so eine große Kamerafahrt gesehen hättest, wie viele Schiffe da eigentlich auf wie viele prallen und wie viele Opfer es auf beiden Seiten gibt und wer dann letztlich mit welcher Überlegenheit gewonnen hat und mit welchem Vorsprung. Also keine Ahnung. Letztlich ist alles Interessante nur auf dem einen Schiff passiert, nämlich auf dem Schiff, auf dem Yara und die Sand Snakes und die Ilaria waren und Euron hat eigentlich alle alleine. Das ist wie Hat bei die Sid noch. Meier's Pirates. Da kämpft halt der Captain gegen die ganze Crew und die machen halt ein Fechtduell und dann rechts und links werden dann immer die Leute weggezählt. Und am Ende gewinnt Stimmt. halt eine Partei. Das ist halt, das ist mal, der Euron entert halt das Schiff, auch als die Enterplanke da runter geht, gleich noch ein Crewmitglied zermatscht, springt er halt darauf. Das ist schon sehr martialisch gemacht, da alles brennt und er rennt da schreiend und mit fetten Grinsen auf das Schiff. Und es gibt halt eine Menge Opfer. Die drei Sandsnakes, alle drei, hinüber. Nee, zwei. Stimmt, zwei nur, ja. Also Hier die eine, die eine, die wird jüngste, die wohl noch zu unter ihrer Mutter Deck geht. vergewaltigt, und die anderen zwei werden, glaube mit ihren eigenen Waffen sogar getötet. Also die eine wird aufgespießt Die andere wird und die mit ihrer andere Peitsche wird mit der erwürgt. Peitsche erwürgt und die hängt dann auch noch vom Bug vom Schiff am Ende herunter. Und Ilaria wird auch eingesackt und ist dann wohl das Geschenk, was Euron Cersei übergeben will, weil sie ja immerhin ihre Tochter umgebracht hat. Die hatten wir zum Beispiel gar nicht auf dem Zettel als Ne. Geschenk. Ja, und dann hat Euron Yara in seiner Gewalt mit diesem Krakenbeil am Hals und der Einzige, der da noch was tun kann, ist Theon, aber der ist nicht mehr so ganz. Ne, er steht Der halt hat gegenüber. posttraumatische Belastungsstörung. Ja, ziemlich. Ne, er steht halt gegenüber und der Euron teased ihn halt noch so ein bisschen, ne, sagt so, ja, yeah, komm, mach doch was. Und dann sieht man so ein bisschen die Blicke hin und her springen von Theon, wie er dann zu Yara guckt und dann rechts zu dem brennenden Feuer und da links werden gerade Leute abgestochen und da verblutet einer. Und was macht er? Er springt von Bord. Genau. Er kriegt Schiss, weil er halt so traumatisiert ist. Er schafft es einfach nicht, obwohl er vorher sogar ein paar zerlegt hat von den Gegnern. Ja, und was dann mit Yara passiert, weiß man nicht. Das Schiff fährt von dannen. Euron klammert sich noch wie der Kapitän bei Asterix an so einer muschelbewehrten Planke fest und guckt dem Schiff nach. Und es sieht schon sehr danach aus, als hätte die Iron Fleet gewonnen. Also es brennen sehr, Ja, sehr das viele wird, Schiffe glaube ich, und es so sind sein. vermutlich. Ja. Was bedeutet, dass die Dorne-Landarmee wohl doch über Land muss und nicht abgeholt werden kann, dass die Flotte. Dass es vielleicht auch schwieriger wird, die Dothraki und die Unsullied, keine Ahnung, ob die gleichzeitig losgefahren sind oder so, weiß man Weiß man jetzt nicht, nicht. Nee, weiß aber man die nicht. sind auf Ja. jeden Fall einen großen Teil der Flotte ärmer, sagen wir Ja, mal so. würde ich auch mal sagen. Und das war's dann auch. Das war tatsächlich die letzte Szene, die ging recht lang und dann kommt der Abspann. Ja, das ist schon nochmal, ändert jetzt nicht grundlegend die militärische Situation, aber trotzdem Rückschlag halt natürlich für Daenerys und so ein bisschen Breathing Room, also ein bisschen Freiraum für Cersei halt, ne, die jetzt dann zumindest eine Armee hat, die jetzt dann erstmal später auftauchen wird. Jetzt Und auch kann moralisch Euron. erstmal auch eine gute Sache. Meinst du, es wird jetzt schon, dass der Euron einfach jetzt wieder zurückfährt? Dass Also, ich das so habe schon schnell den ist? Trailer gesehen für Folge 3. Achso, ich nicht. Spoilerwarnung. Also, Euron kommt wohl wieder in King's Ah, Landing an, okay. wird dann Ilaria da übergeben. Das hat man jetzt nicht gesehen.
Aber Cersei sollte darüber recht happy sein, wobei ich finde, Ellaria ist auch ein sehr entbehrlicher Charakter. Keine Ahnung, wer dann über Dorne herrscht, wenn die tot ist. Also wenn sich Cersei an ihr gerecht hat, dann ob Dorne dann quasi ausschert und wieder bei auf der Lannister-Seite kämpft, wenn die ihre eigene Anführerin umbringt. Oder die sich einfach komplett raushalten. Ich glaube, die waren ja auch mit dieser Sand-Snake-Geschichte auch nicht zufrieden, weil sie haben ja den eigentlichen Herrscher umgebracht. Also es war ja auch da bei Dorne, war alles so hin und her. Und Dorne hat sich, die halten sich ganz gerne mal raus eigentlich auch so ins sein muss. Das kann aber theoretisch auch sein, dass die einfach sagt so, okay, die treten einen Schritt zurück, mach das mal wie in Dorne. Ja, aber wieso sollten sie denn? Ich meine, Cersei hat jetzt ihren eigentlichen Herrscher umgebracht. Nee, das, hat ja, das haben die Sand-Snakes gemacht. Ja, aber also der eigentliche Herrscher wurde von Cersei umgebracht. Dann aus Rache, doch. Wie meinst du denn? Der eigentliche Herrscher wurde von Ellaria umgebracht, beziehungsweise von den Sand Snakes, weil der zu schwach war. Das haben die gesagt, aber ich glaube tatsächlich, dass, also das ist nur so ein Gefühl, es wird ja nicht so gezeigt, sondern der Leibwächter und ein paar andere Leute gezeigt, dass, aber ich glaube nicht, dass es in Dorne so gut ankam. Ich glaube schon, dass der Herrscher, der gemeinhin da gar nicht unbeliebt war. Und ich glaube nicht, dass es so eine Aktion war, die in Dorne besonders gut ankam und dass die Lage jetzt da unangefochten jetzt sozusagen der Herrscher waren, dass das alle gut fanden. Ja, aber irgendwer muss ja da jetzt herrschen und dann haben sie entweder die Wahl, okay, wir machen jetzt bei Daenerys mit, wie es jetzt der Plan war unter der vielleicht ungeliebten neuen Herrscherin oder wir machen wieder bei den Lannisters. Oder sie halten sich raus. Die unsere, ja, oder sie halten sich raus, aber das... Das könnte ich mir vorstellen, um das interessanter zu machen, weil eigentlich ist die Situation für Cersei viel zu schlecht sonst. Ja. Ich glaube, also, um diesen Konflikt einigermaßen interessant zu machen. Also, jetzt frage ich, bin jetzt eh gespannt, was in der siebten Staffel noch so kommt. Es sind ja irgendwie teilweise manchmal irgendwie schon so Drehbücher geleakt oder irgendwie anderen Quatsch. Das mache ich ja alles nicht, weil ich das wirklich nicht mich da spoilern lassen möchte. Bin gespannt, was jetzt die tragenden Geschichten sind. Also, neben dem Offensichtlichen halt mit Daenerys und Jon Snow, aber so mit dem Kleinen manchmal auch oder der Entwicklung, was dann noch kommt. Um das halt plausibler zu machen, finde ich, wie Cersei überhaupt noch sich eine Weile halten kann, ja. Ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn Dorne solche sagt, einfach, wir halten uns das da raus. Ja. Weil andersrum, dass sie sich Cersei anschließen, wäre auch totaler Quatsch. Selbst wenn die jetzt ungeliebt war, da spricht zu viel dagegen. Jetzt Antipathie gegenüber Cersei und auch allein, wie gesagt, das vernünftige, das logische Denken halt, warum sollten sie sich Cersei anschließen, der verlierenden Seite, das wäre total hirnrissig. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie sich vielleicht da einfach raushalten dann, dass sie das als so nutzen. Muss man mal sehen. Ansonsten wird Arya jetzt wahrscheinlich in Winterfell ankommen. Bran bleibt entweder im Castle Black oder kommt auch nach Winterfell. Wahrscheinlich kommt der auch nach Winterfell und hat dann auch seine Superpower, mit der er den bestimmt auch, mit der er bestimmt auch nützlich sein kann. Weiß ja Jon auch noch gar nicht, dass er einen Halbbruder hat, der seherische Fähigkeiten hat und sich verwandeln kann oder sonst was oder in irgendwelche Tiere rein. Der überhaupt noch lebt. Ja. Also großes Wiedersehen wahrscheinlich dann auf Winterfell, wenn Jon weg ist, weil der ist ja jetzt auf Dragonstone dann und trifft Daenerys und dann werden wir mal sehen, was die aushandeln. Bin ich gespannt, wie die miteinander klarkommen. Dann sind immer noch 5 Folgen jetzt und dann nochmal 6 in der letzten Staffel. Also es ist schon noch einiges, was passieren kann. Muss. Bin gespannt, wie die miteinander klarkommen, Jon und Daenerys. Das wird auch interessant. Eigentlich sind ja beide Sympathieträger und beide clever. Also aber es muss irgendwie... zumindest mal nicht auf irgendwelchen, also sie sollten zumindest vernünftig sich unterhalten können. Ja, aber ich bin trotzdem... gemeinsamen Feind haben sie auch sogar 2. Ja. Ja, genau, deswegen. Aber ich bin gespannt, ob sie das interessant machen. Das ist halt wirklich eine interessante Interaktion und Beziehung wird zwischen den beiden. Das freue mich drauf. Ich freue mich drauf, wenn Tyrion da vielleicht als Mediator wieder wichtiger wird, weil der war jetzt die ersten 2 Folgen relativ still und stand eigentlich nur so dabei und hat ab und zu mal was Cleveres gesagt oder so nochmal irgend so einen lenkenden Hinweis gegeben, aber... Dafür, dass er als erster in den Credits erwähnt wird am Anfang, ist er jetzt momentan zumindest kein Hauptcharakter. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich mochte ihn immer sehr, sehr gern. Das stimmt. Insgesamt fand ich die Folge ganz nett, muss ich sagen. Die erste hat mir wirklich gut gefallen. Hatte ich richtig Spaß dran. Und die war jetzt halt nett. So ein bisschen viel Exposition. Ja. Gab jetzt nicht viel, was einen geärgert hat. Gab jetzt nicht viel, wo man jetzt dachte, was für, ist der Hammer. Sondern es war einfach so, ja, freue mich mal, wie es weitergeht. Ja. Wie es auf jeden Fall weitergeht, ist nächste Woche Dienstag hier bei uns auf dem Kanal mit der Besprechung zur dritten Folge Game of Thrones. Die da heißt, wissen wir das schon? Die nächste Folge, The Queen of Dragons oder so, glaube ich. Das wäre ja abwegig. Jetzt guckst du nach. Nee, ich habe gerade überlegt, ob mir noch irgendwas Wichtiges einfällt, was ich sagen muss. Wenn ihr noch Anmerkungen habt zu unserem neuen Technik-Quatsch, den ich hier im Video veranstaltet habt, guckt euch das ganz gerne an. The Queen's Justice. Ah, okay. Daenerys Holds Court.
Also Daenerys sitzt über zu Gericht. Irgendwie. Na dann. Also gern da Feedback, Verbesserungsvorschläge, Lobkritik dazu, also zu unserer technischen Umsetzung machen. Gerne auch inhaltlich eure Meinung zu der Folge wiedergeben, wie immer. Es war letztes Mal auch sehr interessant. Ich lese das wirklich, die Kommentare immer sehr gerne unter unseren Talk-Folgen. Immer sehr, sehr cool. Und daher vielen Dank, Daniel. Sehr gerne. Vielen Dank, Martin, an euch. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Tschüss.